So, willkommen zu Teil 8 der Rosinante Refit Videoreihe. In diesem Video geht es um die Decksbeschläge, wie ich die angeschraubt habe, wie ich die eingedichtet habe. Grundsätzlich sind so zwei kleine Unterschiede. Manche Teile, zum Beispiel die Festmacher oder die Winschen, die müssen ein bisschen mehr Druck aushalten und die sind von unten mit einer Aluminiumplatte gesichert. Und andere Teile, wie zum Beispiel die Lüftungsgitter oder der Landanschluss, die sind einfach nur eingeschraubt und abgedichtet. Wie ich das genau gemacht habe, das kann ich euch am besten in so einer kleinen 3D-Geschichte zeigen. Und danach geht es auf Deck und da zeige ich euch, wie ich die so 100 Schrauben und 50 Teile, die ich da angeschraubt habe, dann wie ich das gemacht habe. Okay, los geht's. Okay, also am Anfang ist ja immer erstmal das Deck. Deck hat ein Loch, wo ein Beschlag drauf soll, reingebohrt. Und wichtig, dass hier auf jeden Fall auch eine Phase angebohrt ist auf dem Deck, weil die Dichtungsmasse soll auch wirklich natürlich das Loch abdichten. Und wenn da eine Phase dran ist, dann wird die dort auch richtig reingequetscht und dichtet das Loch gegen die Schraube ab. Als zweites wisst ihr ja, ich habe ein Aluminiumboot und ich muss das Aluminium vor dem Edelstahl schützen. Und deswegen kommt in das Loch und auch um die Gegenplatte, die ja da drunter ist, und auch um den Beschlag, wenn es ein Aluminiumbeschlag ist, was ich meistens versucht habe zu kaufen, Aluminiumbeschläge oder eben, die waren ja schon vorhanden, kommt um den Beschlag auch immer eine Schicht Tika herum. Das wäre dann dieses Gelbe hier. Ich mache es mal an und aus. Sieht so aus. Also überall, wo die Edelstahlschraube das Aluminium berühren könnte, kommt Duralack oder Tikal rein. Die Schraube, das ist also das zweite gewesen, was ich gemacht habe. Die Schraube, wenn ich die jetzt hier irgendwo finden würde, die ist ganz oben da, um die Schraube mache ich am Anfang, vorher, bevor ich die irgendwo reinschraube, eine Schicht Butyl außenrum, beziehungsweise mache ich so als Wurst, und wenn ich die dann in den Beschlag reindrehe, dann drückt sich das Butyl richtig schön in die Löcher rein und dichtet die Schraube auch wirklich von oben gegen Wasser ab. Wer Butyl nicht kennt, müsst ihr euch mal informieren, gibt es auch bei YouTube hoffentlich Videos dazu, was das macht und so. Ist auf jeden Fall ein Gummi, der sehr klebrig ist, aber man kann den rückstandslos wieder entfernen, auch von allen Schrauben einfach so drüber rubbeln und dann geht das Zeug auch immer wieder eigentlich schön ab. Und aber hier für die Schraube abzudichten, ist das eigentlich genial. So, wenn wir jetzt also den Beschlag hier haben, was mache ich damit? Ich nehme den in der Hand und schmiere erstmal von unten eine Schicht Sikaflex an. Einmal ringsrum um den Belag, dass er schön eingesifft ist. Dann kommt eine Gummidichtung da drauf. Das ist jetzt hier die weiße, eine Gummidichtung. Und von unten an die Gummidichtung mache ich dann nochmal eine Schicht Sikaflex. So dass die Gummidichtung wirklich voll von oben und unten mit Sikaflex eingeschmiert ist und von außen dann wirklich kein Wasser durch könnte. Das Ganze lege ich dann natürlich auf das Deck und nehme die Schraube mit meinem mit meinem Butyl. Da, steckt die da rein, Schraube, Butyl, Tikal da drum und von unten habe ich dann immer natürlich den, wenn es um einen Beschlag ging, der wirklich was aushalten muss, hatte ich ja gesagt, immer eine Gegenplatte gegengeschraubt und zwischen Gegenplatte und Rumpf, also hier die Zwischenlinie hier, kommt noch mal ein Kleber dazwischen, der ist hier weiß bei mir immer. Der dichtet nicht wirklich was ab, sondern soll einfach nur einen gleichmäßigen Andruck der Gegenplatte ans Deck erzeugen, so dass ich wirklich eine größere Fläche habe gegen die Schraube, gegen den die Schraube das gegendrückt. Oh ja, und das Ganze wird dann von unten mit so einer Zahnradmutter, nicht so einer Zahnradmutter, so einer gezahnten Mutter verschraubt. Die frisst sich dann auch wirklich so ein bisschen an das Aluminium hinein. Ob das dann wirklich mit dem Tikal hier unten noch funktioniert oder mit dem Duralack, weiß ich nicht. Auf jeden Fall
messe ich das dann auch mal nach und guck mal, wie viel elektrisch leitende Verbindung dann wirklich es wirklich noch existiert. Gut, also das ist das ganze System. So baue ich die, habe ich die meisten meiner Beschläge angebaut. Jetzt gehen wir mal aufs Deck und gucken uns das an, wie das da wirklich so funktioniert hat. Okay, montiert habe ich 4 Schotenaugen,
4 Umlenkbügel, 6 Festmacher, 2 Fallenumlenker, 6 Winschen, 2 Einfüllstutzen, 5 Fallenklemmen, 3 Lüfter, eine Travelerschiene, 2 Genoaschienen, 2 Handläufer, die habe ich allerdings geschweißt, 2 Lüftungsgitter, ein Landanschluss und ein Schwanenhals. Das waren insgesamt erstmal bis hierhin 171 Schrauben. Dazu kommen jetzt für die Lukenscharniere noch 51 Schrauben und für die Verschlüsse nochmal 40 Schrauben. Das sind dann insgesamt 262 Schrauben. Wer hätte das gedacht? Viel Spaß hatte ich auf jeden Fall auch wieder mit meinem Plasmaschneider. Hier schneide ich ein paar Kreise aus für zum Beispiel die Winschen. Ein bisschen tricky war es, die Scharniere für die hinteren beiden Luken festzuschrauben, beziehungsweise für die auf Steuerbord, weil die Schrauben hinter dem Kasten waren, wo die Gasflaschen drin liegen.
Dann hat die Luke noch einen schönen Griff bekommen. So, und dann habe ich bei den Luken noch unten drunter ein paar Gummistücke geklebt, so dass die erstens die Griffe ein bisschen Zug haben und die Scharniere im hinteren Bereich ein bisschen entlastet sind. Wenn man da nämlich drauf tritt, dann geht der Druck direkt auf die Scharniere. Jetzt geht der Druck aber auf die Gummiauflagen und die Gummipads, die da drunter sind. Die ganze Sache müsste ich noch ein bisschen lackieren, so ein bisschen drüber rotzen einfach, und dann ist das auch hübsch. Und auch das AKKL hat denselben Verschluss bekommen. So Leute, das war's mit dem Video für den Aufbau und den Winschen und so weiter. Ich muss jetzt noch hier bei der Luke hier meine Verschlüsse einbauen. Die habe ich schon da, aber leider fehlt mir natürlich die Butter. Ich habe ein bisschen wenig bestellt. Egal, machen wir jetzt noch und dann ist das Thema auch erstmal abgeschlossen. Als nächstes baue ich dann hier hinten. Ja, jetzt sieht man, die Löcher machen wir schön, andere Seite genauso. Das folgt eigentlich in den nächsten Videos. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.